Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dust, an Elysian Tale. Und Fidget hat wirklich, wirklich Angst, man zieht sie richtig an. Und hier liegen schon wieder tot, ne? Dann sind schon drei an der Zahl. Irgendwo wartet ein Boss auf mich. Und Ara hat schon gesagt, er ist voller Hass und Bosheit. Bin ich ja mal gespannt. Was zum Teufel ist das? So, you've come. Und du bist? What have you done? You murdered all these innocent people. You dare speak to me of innocence when you have so casually slain a countless number of my children. Your children? You're talking about those monsters back there? Who are you? So, you don't remember my name? Rest assured, my friend. This time, you will not so easily forget it. Was zum Teufel? Wer ist der Kerl? I don't care what your name is. You're no different than those monsters I fought before. And like them, you will fall to my blade. You are the only monster here, puppet. As I turn your bones to char, your final thought will be that Fuse was victorious. Now die! Kann es sein, dass das Spiel jetzt von knuffigen Disney-Cartoon-Atmosphäre in totale Kriegsstimmung ausbricht? Sehe ich das richtig? Was ist das für ein Kerl? Ach, die Läden wurden aufgegeben, das ist toll. Aber er hält nicht gerade viel aus, stelle ich gerade fest. Wenn ich ihn treffen würde. Also. Wie er mit seinen kleinen Feuerbällchen rumwerfen würde. Komm zurück, lass dich schlagen. Batz ins Gesicht. Der war einfach. Der war wirklich einfach. Ich habe jetzt mehr erhofft nach seinem großen Gerede. The lights of Elysium shine upon me. But can they reach the darkness within you? I have come to my end. Das erinnert mich gerade an Metal Gear Solid 3 am Ende mit Snake and the Boss in dem Blumenfeld. Vielleicht ist es eine Anspielung drauf, ich weiß es nicht. What are you? Among the last of a dying breed. A once proud race extinguished by your hands. Was doch, meine Hand? My hands? You and your warm-blooded kin. We Moonbloods were outcast, scattered to the wind. You and others like you, they came to my village, killed my family. I can't remember. There is sadness in your eyes, but it is not guilt, it is loss. After all you've done to my kind, you still think only of yourself. Perhaps that is for the best. Your leader, Gaius, he led you and your fellow assassins into battle. Assassins? He even murdered his own kind. Our greatest allies amongst the Warmbloods. But one escaped. She was the only one I would dare spare in the slaughter that was to come. She? Who are you talking about? Who did I kill? Who knows? Who sees? My vision has left me. I return now to the life thread,
and to my brethren. No, no, wait! Farewell, warm blood. Ashes to ashes. Dust to dust. We did it! He knew who I was, Fidget. He'd seen me before. If only he'd lived a moment longer. If only I'd managed to keep him alive somehow. As you can see by the dead littering this village, that would not have been a good idea. I'm sure you're right. We should return to Aurora and report to Mayor Bram. There was also that name, Dias. Ich habe jetzt einen ganz, ganz traurigen Gesichtsausdruck. Ich fand das jetzt schon irgendwie traurig. Was oder wer sind wir? Sind wir ein Meuchelmörder? Sind wir... Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist das ziemlich suspekt, was der gute... Oder dieses gute Monster da zu uns gesagt hat, dass wir ganze Dörfer ausgelöscht haben. Und jetzt sind wir dieses knuffige kleine Wesen, was eigentlich nur nach Antworten sucht. Irgendwie... Ist mir da ganz mulmig zumute. Ja, wir bekommen anscheinend eine neue Fähigkeit. Dust, during the battle, I was studying Fuse's attacks. I think I might have picked up on his technique. I've got a feeling we'll need it. Those monsters likely won't let us leave without a fight. Fidget hat einen neuen Geschosstyp erhalten. Drücke RB, um zwischen Fidgets verfügbaren Geschosstypen umzuschalten. Ah, sie kann jetzt Feuerbälle verschießen. Entweder das oder... Kann ich die eigentlich auch? Ah, cool. Ich kann das kombinieren. Dann bekomme ich die Feuersäulen. Das gefällt mir natürlich schon. Hier sind überall Monster irgendwie. Das hört gar nicht mehr auf. Was ist das Problem? Children or not, they don't look all that happy to see us. Hey, Ugly! Are you gonna play nice? Du bekommst keine Antwort, Fidget. There's just no please in some people. It was a valiant effort, Fidget. Haha, mit dem neuen Angriff, das rockt schon ziemlich. Guckt euch an, boom! Okay, das sind also keine Kobolde, das sind die Kinder von diesem komischen Fuse. Interessant. Mission aktualisiert. Zusammenführung. Grubenheim liegt in Ruinen, aber du hast einen Zettel von einem Mädchen namens Sarahi gefunden, der an Mosca adressiert ist. Bring ihm den Zettel ins Dorf Aurora zurück. Werde ich vielleicht machen, wenn ich es nicht vergesse, dann tue ich das. Aber hier oben, glaube ich, geht es noch weit, oder? Schlüssel! Moment, jetzt bin ich hier auf der Oberebene. Ach, das ist schon wieder so verschachtelt. Der Feuerangriff ist wahnsinnig cool. Gefällt mir fast besser als der erste. Ah! Speerstaubbauplan. So, hier Schleimpanzer, den habe ich schon. Moment, hier war ich doch schon, oder nicht? Ja genau, hier bin ich hergekommen. Okay. Ich dachte, das wäre nur ein anderer Weg jetzt hier oben, aber anscheinend... Kommt der her. Wird mir einfach nachspringen, der Kerl. Ich glaube, es hackt. Putz. Das nenne ich mal Napalm-Angriff, der sich lohnt. Du kannst eh den ganzen Bildschirm leer räumen. Da brauchst du eh nichts mehr machen mit dem Angriff. Ach, Fidget, du weißt gar nicht, wie praktisch du eigentlich bist. What's all this? These flags are a warning. The area up ahead is among the most dangerous of places.
The challenges and creatures within are unlike anything you've dealt with before. Death will come swiftly if you are not prepared. I think I've heard of these arenas. It's rumored they contain precious treasures. Hey, your memory's coming back. Just little bits here and there. Think we should go in? I certainly hope you've saved. Okay, vielleicht sollte ich doch nochmal zurückgehen und speichern, wenn Fidget schon sagt, dass es hier vielleicht gefährlich werden könnte. So, ich speichere nicht wegen meinetwegen, sondern ich speichere nur wegen Fidget, ja. Muss ich da runter? Oh. Willkommen in der Wettkampfarena. Besiege deine Feinde und zerstöre Lampen, um Punkte zu erhalten. Wenn deine Feinde bei dir Schäden verursachen, werden dir Punkte abgezogen. Und weiter konnte ich nicht lesen, denn der Text ging zu schnell weg. Was ist das? Ach, das ist die Arena. Nee, da komme ich wieder raus. Hä? Okay, Notiz an mich. Cerelian Prüfung 1. Ich sollte da vielleicht nicht reinspringen. Gott, also nur Monster töten? Ach, das geht auf Zeit. Oh mein Gott. Das ist so ein krasser Effekt, dass ich das dann Fidget gar nicht mehr sehe. Oh, nicht schlecht. Aua, das wollte ich jetzt nicht. Sind das die Lampen, wo ich zerstören muss? Ja, muss ich. Okay. Das dürfte ja gar nicht so schwer werden. Also, gut, es kommt drauf an, wie lang der Dungeon ist. Wenn es ja wirklich so gute Schätze gibt, wie das gesagt hat, dann machen wir das schon. Das glaube ich, würde jeder so machen. So, zwei Lampen. Das sind nochmal 1000 Punkte. Huch! Wer macht denn hier so ein großes Feuerchen? Ach, das war ich. Ah, verdammt, Kette zerbrach. Ich sehe halt nichts mehr von harten Effekten. Das ist so das Problem, was ich habe bei dem Spiel. Es ist so wunderschön und effektreich, ich sehe halt einfach nichts. Aber ich brauche wieder was zu naschen. Wo habe ich denn am meisten Hühnchen, aber... Die will ich eigentlich nicht verbrauchen. Ich glaube, dass die ziemlich wertvoll sind. Okay, die Gegner sind ein Kinderspiel. Mit der neuen Attacke. Das Problem ist nur, dass ich nur noch 40 Sekunden habe. Okay, 30 Sekunden. Aber was sind das für grüne Logos unter der Zeit? 2, 4, 5. Sind das die Lampen, oder? Ach, das war's schon. Mehr. 9000 Punkte. Bist du weg? Ah, schaffe ich nicht, oder? Ah, ganz knapp. Das waren die paar Treffer. 8392. Und wo ist jetzt mein Schatz? Was ist das? Kraftsalbe. Eine mächtige Mischung aus energiereichen Stoffen. Plus 30 Angriff mal 1,1 Fidget. Ach so, anstatt die Waffe. Nee, ist schlechter. Okay. Okay, das sind die Highscores. Gut, dann habe ich das geschafft. War zwar jetzt mehr oder weniger sinnlos, weil ich jetzt nicht wirklich besseres Item bekommen habe, aber trotzdem eigentlich ganz nett. Da geht's gleich weiter. Inzwischen weit im Norden. Sir. The preparations are nearly complete. We found another of their camps, but... But it was deserted, of course. Keep up your search. They're going somewhere, and we need to know where that is. Of course, sir. If that's all... What of the rumors, Commander? Is there any truth to them at all? We are investigating, sir.
But surely you don't believe. Commander, it is not your place to question what I believe. Our moment of glory draws near, and I want results. As you wish, General. Where are you, my friend? Why are you hiding from me? Wer ist der Kerl und wen sucht er? Meint er mich? Schwer zu sagen. Here are those materials you asked for, Fail. Great! Here's your payment. If you're willing, I could use your help again. I'd like to upgrade our weapons. Beast spears, while primitive, have finely chiseled stone tips that we can use for arrowheads. If you could bring me 8 beast spears, I'll buy them for a high price. Hab ich Bestienspeere? Ah, ich hab wieder nur 7. Um einen geht's mir nicht aus. Please, let me know. I'll keep my... Okay, mir fehlt einer. So, dann gehen wir mal wieder die ganzen Quests ab, die wir so gesammelt haben. It's great to see you back, son. I knew you could do it. The monsters have already calmed their advance. Tell me, what happened? Did you confront their leader? He was right where you said he'd be. In fact, he seemed to be waiting for us. Waiting? In the middle of a small village, surrounded by the innocents he killed. Oh no. That could only be Denim Village. Did you find any survivors? I'm sorry, Mayor Bram, but there were none. This creature that attacked the village, he was some kind of lizard, wore strange armor, called himself Fuse. A lizard, you say? A moonblood, perhaps. I wonder if Ginger would know anything about that. Ginger? That girl up on the hill? Her family was killed almost a year ago in Zeplik Village, a few days' journey to the north. General Gaius and his soldiers were looking for Moonblood sympathizers. General Gaius? Do you know who he is? Not personally. His is not a name we utter here without proper cause. I've never seen him or his soldiers personally, but tragedy tends to follow in their wake. So why did they kill Ginger's family? They were helping the Moonbloods, of course. Helping the enemy is a treasonous offense. Ginger escaped, but her parents and her brother did not. Regardless, I can't thank you enough for putting a stop to that mad beast before he came any closer to Aurora. If you want to ask Ginger about Fuse, I'd suggest you hurry. It looked like she was preparing to leave town for a while. Good luck! Ginger, war das nicht die eine, die so verstört auf uns reagiert hat, wo sie gesagt hat, sie hat keine Zeit zum Reden? War das nicht die? Hey, da lag noch eine Notiz. Ein Ratschlag. Was ist das für ein Ding? Eine Art Käfig? Was auch immer es ist, es macht einen schrecklichen Lärm. Ab und zu höre ich Wörter, die wie Fett und Rüben klingen. Was soll das eigentlich bedeuten? Ich werde es in den Höhlen unter Aurora verstecken, bis ich die Schlüssel gefunden habe, die ich brauche. Ich muss mir einfach nur merken, so weit nach rechts zu springen, wie ich kann. Okay, ich habe 600 Gold gesammelt. Ach, war das ein Hinweis auf... Warum leuchtet da oben das Icon? I have the best selection you'll ever find in... Ach du, ich brauche im Moment nichts, danke. War das ein Hinweis auf den Kerl, der seine Box sucht? Oh, Dust. We are indebted to you for what you've done for us. Gian and I are just going to rest for a bit here in Aurora. Actually, maybe you could speak with him? He would never admit it to me, but I just know something is troubling him. Of course. Where is he now? He's been pacing near the west entrance of the village, near the field where you rescued us. Thank you, Dust, for...
Okay, das machen wir doch. Ah, wo ist Ginger? I don't get it. Why would anyone want to help those awful lizard things? That fuse guy burned down an entire village. Don't you understand, Fidget? He wasn't born that way. General Gaius and his soldiers turned him into that monster. And Fuse is likely not the only one corrupted by General Gaius's hatred of the Moonbloods. We should speak to Ginger again to learn more about this conflict. Okay, General Gaius ist für das alles verantwortlich. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Das müsste Ginger sein, oder? Oh, you again. Mayor Bram said you'd left already. Yes, he asked us to stop the leader of these monsters. Turns out it was a Moonblood named Fuse. He'd gone completely insane. Fuse? Oh no. He was leading those monsters? You killed him? Lass mich raten, es war das die schlechte Entscheidung oder die falsche Entscheidung, ihn zu töten, oder? So you know him then? Was he always a homicidal pyromaniac? What? No, never! Why did you kill him? Okay, es war falsch, sie hasst uns. He destroyed Denim Village, Ginger, slaughtered dozens of innocent people. He refused to listen to reason and planned to attack Aurora next. I had to stop him. This war is turning all of us into monsters. Thank you, Ben, for releasing Fuse from his madness. Right before the end, he seemed lucid. He told me a few things before he passed. He tried to tell me about the war, about your family. He was there the day my family was killed, yes. He was picking up supplies to bring back to his people. General Gaius attacked our village, burned it to the ground. I thought Fuse had been killed. Now I wish he had. I'm sorry. And why is that? The last time I saw an outfit like yours was the day my family was murdered. That outfit, it belongs to Gaius's soldiers. Who are you, really? I don't know. That is not an answer! Hey, ease off! Dust can't remember, okay? He doesn't even know his real name! You know, you should be more thankful. He just saved this village twice, and I... Well, I watched him do it. And I'm also really hungry! Fidget! Ah, du bist hungrig, ja? Super toll. Fidget, please, calm down. She's right to be suspicious. I don't know who I am, but I'm dressed as one of Gaius's soldiers, and that can't be good. Perhaps, but your friend is right. You saved my village twice today. Gaius and his soldiers would never do that, especially if they knew I was here. Why is Gaius so obsessed with killing these Moonbloods? What do they do? Nothing. They exist. General Gaius sees them as an impurity, a kind of cosmic mistake that he believes must be wiped from this world. I've tried to help where I can, but it's hard. There aren't many Moonbloods left outside of their homeland, and it's only a matter of time before Gaius wipes them out entirely. Is there anything I can do to help? If only one man could stand against an army. Sadly, no. There's nothing any of us can do. Any hope for the Moonbloods died with my family. Mayor Bram mentioned you were leaving town. Yes. The rivers and streams around Aurora are beginning to dry up completely. Without water, the only thing to do is head north. It's only a matter of time before the others follow me. Why would the rivers all be drying up? It's not like it's been very hot. And wasn't there a big rainstorm a little while ago? I know, it doesn't make any sense. To be honest, I think this whole country is cursed. General Gaius's bloodlust has scorched this land forever. I doubt we'll ever recover. If the only way to stop this war is to stop General Gaius, then I need to know where to find him. His campaign continues to the north. If you want to help right the wrongs of your kind, you're free to join me. I'm afraid. Whoa! What was that? It came from the center of the village! Monsters! Ginger, get down!
Leute, was das für Monster sind und was es mit denen auf sich hat, das erfahren wir in der nächsten Folge von Dust Analyse in Jail. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ich sage mir immer, stay tuned and so long.